ngongoze na masanga ya ndenge na ndenge. Tun wir alles, dass wir uns nicht verstreuen, sondern wirklich als Schwestern und Brüder zusammenstehen. Dosalaka nyoso tuke to panzana te eglise ezebele me to tikala na bomoko. Was ich Ihnen erzählen möchte, ist die Geschichte eines Bruders in der Epheser 4, den Versen 11. Chapitre 4, a partir de Vers 11. Gott, ich habe einen Text aus 2. Korinther 4, Vers 1 bis 6. Ich habe einen Text, der Mogona. 1 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens plutôt chapitre 4, les 1 à 6. Und ich möchte dir, Roger, das als Kollege zusprechen. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren, empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Denn wir predigen nicht les promesses que Roger va donner dans un instant. Philippe Roger Sido, geboren in Lubumbashi, Demokratische Republik Kongo, wurde in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Leverkusen zum Pastor ordiniert, gemäß der Ordnung zum Dienstrecht des Bundes. Damit. Thank you.
paroles et aussi des salutations. Wir wollen einige Grüßewörter hören. Nous allons commencer au niveau d'en haut. Also wir fangen vorne an. Nous allons appeler celui qui est honné. On appelle évêque, c'est-à-dire celui qui me représente au niveau régional. Also wir haben jemanden, der uns auf regionaler Ebene vertritt. Leo Schulte. Et nous acclamons le Seigneur. Liebe Bruder Sido. Neko Sido. Liebe Gemeinde. Limo Manankolo. Liebe Gäste. Bandeko Bainvite. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Na zaline sembo mingi ko monana na oyo esika. Denn in unserem Zusammensein haben wir das Wirken Gottes erleben dürfen. Na lisanga oyo toali vraiment ko sentir la présence ya Nzambe. Er hat uns heute einen ganz besonderen Anlass gegeben, zusammenzukommen. A permettre occasion moko favorable et unique que to kutana lisusu lelo. Denn Bruder Sido, er hat dich heute berufen als Pastor in dieser Gemeinde, als ordinierter Pastor in unserem Bundes. Negocio vraiment pour la permettre les lots qui abeng na yata lisa appel na yo attaque pasteur église kakate meti pasteur na Bund oyo katina Allemagne. Als Leiter des ganz neuen Landesverbandes NRW möchte ich dazu ganz herzlich gratulieren. Attaque Mokambi ya organisation oya sika Landesverband ya Nordrhein-Westfalen vraiment na souhaité ou bienvenue na katia. Und ich möchte auch die Gemeinde ganz herzlich gratulieren. Et nazali vraiment ko pesa gratulation na ngai salutation na ngana ensemble oyo ngolu e pesa meli biso. Das ist ein großes Ereignis und ein großer Schritt vorwärts für die Gemeinde und für dich als Pastor. Ordination o ezali vraiment richesse munene pona etonga et puis ezali événement munene na bomoya etonga ndemo na bomoya papa Sido. Als ich mich für heute vorbereitet habe, da pona bandai ko se préparé pona kotele mananga wa liboso und ein Wort gesucht habe, was ich dich mitgeben darf auf dem Weg. Ena bandai ko luka liloba nini na pesa yo otambola na ngwe longo. Hier ein Wort aus dem Propheten Jeremia in die Hände. Neliloba moko na mukanda na Jeremia et matinga na motema. Jeremia war ein Prophet Gottes. Jeremia zalaki moko ya ba prophet ya Nzambe. Widerwille. Er wollte nicht. Alinga kate ko sai ya Nzambe. Er sagte, ich bin zu jung. Alobai na mkolo na zalina na mwana moke. Und von dir, lieber Bruder Sido, habe ich gehört, ich bin zu viel Elektrotechniker. Ena yoke pai na yoke sokin zambalo baki na yo opona. Kosale la ye na kotika na musala na yo ya elektrotechnik. Olinga yo preferi kotika na elektrotechnik. Aber das ist für Gott kein Hindernis, jemand zu berufen, um als Pastor, als sein Diener wirksam zu sein. Mais pona nzambe ezolo bela ye elokote soki ya lingi abenga yo po osale la ye. Ba posa na yo ezolo bela ye te. Dein Auftrag hast du heute gehört. Musala na yo oye sengeli osala vis-à-vis ensemble outi koyoka yango lelo. Und ich möchte diesen Auftrag noch mal unterstreichen mit dem Wort, das ich dir sagen werde. Et na lingi na souligné encore oye ba outi koloba na yo awa na quelques mots na livre ya Jérémie. In Jeremia 1, Vers 17 steht, du aber gürte deine Hüften, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick dich nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Ich suche lieber meinen Also, awa ezali nzambe tanga bengi Jérémie, Jérémie azo existe, mais nzambe azo pesa ye protection pe promesse na ye ke nzambe akozala na ye na tango apasi na tango ya bisengo, quel que soit degré ya difficulté. Gott hat dich berufen zu gehen. Zamba bengi opo otambola naye, atambola naye elongo. Deine Jacke zu nehmen, deinen Mantel zu nehmen und hinauszugehen in die Gemeinde hinein und außerhalb der Gemeinde, um sein Wort zu verkünden.
Nzamba bengi yoko ozwa bisaka na yoko kota na lingomba ote ya sango malamu. Obima na lingomba oke nepe bisika msusu otato la sango malamu. Od Christus super hallelujah. Po o glorifie nzambe na misala wana. Davor braucht man keine Angst haben. E po na kosala yango esengeli na yoko zala na kobanga te. Weil Gott zugesagt hat, dass er bei dir sein wird. Parce que Nzambe azoloba na yo ndenge alobi na Jérémie que akozala na yo pe akobatela yo. Er lässt dich nicht allein. Akotika yo yo moko te. Er geht mit dir seinen geraden Weg. Akotambola na yo nzela na ye oyo yasi atrace na ntina ya destine na yo. Er wird dich beschützen und dich. Yende akobatela yo. In seinem Dienst. Und du darfst. Und das ist ein Vorrecht. Diesen Dienst in dieser Gemeinde und in dieser Stadt und das ist für den Landesverband nicht unwichtig, in dieser Region. Donc, Nzambe akotambola na yo po kokisa mosala na ye oyo abengi yo sala na etonga na libanda etonga et ce qui est très important en tant que représentant ya région oyo tozali Nord Rhin-Westphalen na kati ya région oyo pe oteya sango malamu. Möge durch deinen Dienst viele Menschen Jesus finden. Et c'est que Zali pensa que na sima misala na yo bato ebele bayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Und möge diese Gemeinde hier vor Ort eine Orientierung für die Stadt werden. Et vous avez su malamu que na sima misala na yo oyo etonga ezala moko ya lisungi we orienté bato na nzela ya Kristo kati na oyo ville. Dazu. Na yango wana nyoso tuna souhaiter yo vraiment ngolu na nkolo ezali kolo na yo. Ganz richtig, weil im Studium habe ich ihn nicht unterstützt. Deshalb warst du wahrscheinlich, Christoph Becker. Also. Und ich werde ihn jetzt in den nächsten drei Jahren begleiten. C'est-à-dire, ngamu tuna sali mwa fonds, pendant l'étude ya Pasteur Sido, Papa na biso pasteur Beka ne mutu asunga kie. Selon organisation ya Bunso osisi d'église d'études au côté na ministère neza sikona ko bazobenga vicaria. Papa na biso oyo sikwa pour accompagner pasteur pendant 3 ans. Eugène, du hast eben in deinen persönlichen Worten gesprochen von der Berufung von Amos. Dekoroche uti koloba yo moko awa tango zwaki mikro o lobby sur appel ya na mukanda ya Amos. Amos wurde aus einem Reich im Süden in ein Reich im Norden hinein berufen. Du bist auch aus deiner Heimat und hast jetzt diese Berufung hier in den etwas kälteren Deutschland. Denke mal, Amos auta kina suite me recevoir appel na ina Nord. Tozomo na yoko uti na Congo, mais appelle na yo zo recevoir en mozo kota na musala oyo awa na mboka mosusu. Und Michael Giskal hat eben schon gesagt, ihr seid eine Bereicherung für uns. Et professeur Giskal uti koloba deja ke biso betranger tozali vraiment richesse monene pona bunt organisation oyo. Und ich habe am letzten Sonntag in der Predigt davon gesprochen, meiner Gemeinde mitgeteilt, dass ich als Begleiter in deinem Anfangsdienst die an der Seite stehen. Et dimanche pendant prédication na ngai na lobaki na église sika na zali na zokamba ke na kozala pembeni na yo pendant 3 ans pour na ko accompagner na depuis na yo. Ich habe der Gemeinde gesagt, das kann keine Einbahnstraße sein. Et na explica ki église ke wana ezali vraiment zela moko te vers sans unique. Sondern wenn wir es richtig machen, dann lernen wir einander, voneinander. Et parce que ce qui te sali yango penza bien ezali que nga na ko apprendre quelque chose et pas na yo ndenge yo ko apprendre pa na ngai. Und das ist im besten Sinne Integration. Et yango nde ezali meilleur chemin et système to ko benga intégration. Ich war auch nicht schon immer Pastor, ich habe auch einen anderen Beruf. Nga pe na zali kaka pasteur te mena za pe na profession mususu. Und trotzdem kann ich dir sagen, es ist gut, in den Dienst für den Herrn zu stehen. Nicht immer einfach, aber immer gut. Nein, aber ich weiß, okay, es ist eine Facilität, es ist toujours malam, wo es ist ein Kolo.
Paulus hat an einer Stelle von seiner Berufung gesprochen. Er sagte, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision, ich hab keine Angst, predige weiter, schweige nicht, ich bin bei dir und niemand soll es wagen, dir etwas anzutun, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Apôtre Paul a so expliqué, bis so nach Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir ya 10, que nga mutu na bengi yo kobanga te salela ngai parce que ville oyo naza na batu ebele oyo foba yo kasango malamu pe batimela ngai kobanga te nga naza na yo elongo. Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Hier in dieser Stadt gibt es auch viele Menschen, die an Jesus Christus glauben. Na ville oyo ezali na batu ebele oyo pe bazondimela Yesu lokola mokonzi pe mokikisi. Und es gehört auch zu deiner Aufgabe, diese Menschen zu suchen, kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam Gott zu loben und beten zu lernen. Es ali pe devoir na yo ko sala pa ko luka bandeko wana ko sala connaissance na bango ensemble na bango pe ko kumisa ko netola ko sanjola nzambe elongo. Und auch das ist etwas, was nicht nur der Pastor macht, sondern was auch die ganze Gemeinde machen muss. Wana bezali moko ya misala oyo esengeli kaka na pastera sala te me etonga mobimba. Und Gott segne dich und er segne euch als ein Teil seiner Gemeinde hier in Leverkusen. Nzambe akoyeba kopambola yo pe akopambola etonga comme moko ya ba etonga oyo nzambe asepeli nango na mboka ya Leverkusen. In diesem Sinne Gottes Segen für deinen Dienst und euch als Gemeinde. Et dans cela, on est là pour souhaiter yo vraiment ngolu na nkole za likolo na yo pe likolo ya etonga. Voilà, je suis. Vous savez aussi en tant que responsable. Also, es ist mir eine Ehre, dass ich heute dieses Fest mitfeiern kann. Et ali vraiment honneur mon ne pas na ngai ko fêter na bino etongo. Aber Ehre vor allem unserem Herrn Jesus Christus. Et on est vraiment ma casse na tina ya polo na biso Yesu. Das Wort für heute, für diesen Tag, die Losung. Liloba ya poko ya lelo ezali penza. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Boyoka Israel, Nzambe azali Nzambe na biso, Nzambe ye moko, mosusu te. Im 5. Buch Mose steht das. Na 5. Livre ya Moïse. Höre Israel, das Wunder ist, dass Gott redet. Boyoka Israel, ce qui est merveilleux, c'est que Nzambe azoloba. Ihr alle leben, weil am Anfang Gott geredet hat. Biso nyonso tozali ko vivre, po Nzambe alobaki na liboso ya mokili, ne bandeli ya mokili quelque chose. Er hat uns alle geschaffen. Asalaki biso nyonso tu. Und wir leben davon, weil Gott redet, immer und immer wieder. Et tozo vivre, kaka po Nzambe, de temps en temps, pe azoloba na biso. Er redet voller Liebe und voller Erbarmen. Azoloba na bolingo nyonso na miséricorde nyonso. Er lädt ein. Gott lädt ein. Azali ko invite biso. Er ruft zur Umkehr. Azali ko benga biso to iya epai na ye. Er vergibt. Azali ko limbisa. Er heilt. Azali ko guérir biso. Er tröstet. Azali pe ko consoler biso. Merci. Und er weckt Glauben, Hoffnung und Liebe. Azali pe ko pesa espoir bolingo kati na biso. Gott redet und Nzambe azali koloba. Und dazu braucht er Menschen. E pona ye koloba za na posa ya bato. Deine Aufgabe, lieber Bruder Pastor Sido, im Namen Gottes zu reden. Musala na yo Pastor Sido ezali ke na kombo ya Yesu, na kombo ya Nzambe yoloba. Und ich bin sicher, er hat dich berufen, er wird dir geben, was du brauchst. Nazali sûr ke abengi yo pe akopesa yo liloba oyo esengeli na ntina bana na ye. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Akopambola yo pe yo kokoma lipamboli monene pona bana na ye. Und Gott redet auch durch seine Gemeinde. Nzambe pe alobaka a travers etonga na ye. Euch alle. Biso nyonso tovandi awa. Ihr seid Gottes Mund. Biso pe tozali binoko na nkolo. Nicht nur mit euren Worten. Kaka te na maloba na biso. Auch mit eurem Leben. Mena bomo ina biso pe. Ihr hört, was Jesus Christus euch sagt. Biso toyoka ka oyo nkolo Yesu azoloba na biso. Sein Wort fällt in euer Herz. E liloba na ye mataka na mitema na biso. Und sein Wort prägt euer Leben. E bomo ina ye zo bomo la bomo ina biso. E liloba na ye zo bomo la bomo ina biso. Und
euer Leben lädt Menschen zum Glauben ein. Et bon moi il a pu son témoignage, il a pu son dévouement invité par toi à l'ibanda vers Kolo. Wir haben zu Weihnachten gehört. Pendant mon moment à Noël, tu as eu der Engel sprach zu den Hirten. Der Engel. Angelou, à l'obina berger. Ehre sei Gott und Friede auf Erden. On est raison que pas un zambé, qui m'y a régné dans ce. Personnalité, il y a pasteur Sido Pelewe, vraiment homme d'humilité,
homme de connaissance, on a un peu de temps pour que nous puissions nous faire un peu de temps. Merci vraiment à continuer pour remplir et pour joindre vraiment dans Saint-Esprit. Le livre est à Amos 7. Nous avons besoin de nous faire un peu de Je suis allé à la maison de la Na pesi mbote mingi na ba mama peureuse na kombo na Yesu mwanzambe asunga biso to continuer musala intercession et Dieu vous bénisse.